Ja, vielen Dank, Claudius Grönert. Und dieser NSA-Untersuchungsausschuss hat sich hier heute im Paul-Löbe-Haus zu seiner dritten Sitzung getroffen. Und die ist gerade in diesem Moment zu Ende gegangen. Der Untersuchungsausschuss noch ganz am Beginn seiner Arbeit. Aber eine ganz zentrale Entscheidung, die ist heute gefallen. Und das ist hier die Nachricht. Der Ausschuss hat nämlich beschlossen, Edward Snowden, den Mann, der die NSA-Affäre ans Licht der Öffentlichkeit gebracht hat, hier in den Ausschuss als Zeugen zu laden. Allerdings ist weiter strittig, wo und unter welchen Bedingungen das Ganze geschehen soll. Nämlich darüber hat der Ausschuss keine Einigkeit erzielt. Edward Snowden macht es dem Ausschuss auch nicht ganz einfach, beziehungsweise die Rahmenbedingungen, mit denen der Ausschuss sich hier auseinandersetzen muss. Edward Snowden ist ja, seit er geheime NSA-Dokumente weitergegeben hat an Journalisten, auf der Flucht, hat im Moment Asyl in Russland und die USA suchen ihn mit einem internationalen Haftbefehl. Das natürlich muss der Ausschuss hier alles in seine Überlegungen mit einbeziehen. Und hier mischen sich juristische Fragen, nämlich Fragen von Aufenthaltstitel und Asylgewährung, eventuell hier in Deutschland, falls er nach Deutschland kommen würde, um vor dem Ausschuss auszusagen, und politische Fragen, nämlich wie würde das sich auswirken auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Die Positionen dazu, wo man Edward Snowden befragen soll, die sind hier ziemlich festgefahren. Da gibt es zu einem die Opposition, Grüne und Linke, die sagen, Edward Snowden, der muss hier nach Deutschland kommen. Die Bundesregierung muss es ermöglichen, muss ihm hier einen Aufenthaltstitel gewähren. Denn in Russland, in seinem Asylort, dort kann er nicht frei sprechen oder er läuft in Gefahr, falls man ihn also per Videoschalte von dort zuschalten würde zu einer Zeugenvernehmung, sein Asylrecht zu verlieren. Die SPD hier im Ausschuss sagt, für sie kommen noch alle Optionen in Frage, sowohl Edward Snowden hier in Deutschland als Zeugen zu hören, als auch eine Videoschalte. Das macht sie vor allem von dem Punkt abhängig, kann man die Sicherheit für Edward Snowden hier beispielsweise gewährleisten und wie schafft man die besten Umstände? Der Koalitionspartner, die CDU/CSU, die hat hier eine ziemlich feste Meinung und sagt, Edward Snowden, natürlich, wir haben das jetzt mitbeschlossen, wollen ihn als Zeugen des NSA-Untersuchungsausschusses hören, aber nicht in Deutschland, sondern in einer Videoschalte aus Moskau. Die CDU/CSU schließt sich damit der Haltung der Bundesregierung an. Nämlich die Bundesregierung hat in einer Stellungnahme in der letzten Woche bekannt gegeben und eine Abwägung getroffen und hat gesagt, Edward Snowden, eine Vernehmung in Deutschland, dem würde sie wohl nicht zustimmen, weil dadurch die deutsch-amerikanischen Beziehungen eventuell so gefährdet würden, dass dieses Interesse, dem Ausschussinteresse einer Anhörung hier in Deutschland überwiegt. Man könne Snowden ja per Videoschalte in Moskau befragen. Also, wie geht es jetzt weiter? Der Ausschuss hat beschlossen, die Zeugenladung über den Berliner Anwalt von Edward Snowden zukommen zu lassen. Und der Ausschuss möchte sich schon in der nächsten Woche mit diesem Anwalt, dem Berliner Anwalt von Edward Snowden, hier in Berlin treffen und zusammensetzen. Und sie haben eine Stellungnahme direkt von Edward Snowden erbeten, wie er die ganze Sache sieht. Das heißt, die Zeugenladung wird ihm zugestellt. Edward Snowden verfolgt natürlich die Diskussion, kennt die Argumente, kennt auch die Stellungnahme der Bundesregierung, weiß um die Problematik. Letztendlich wird es so sein, dass Edward Snowden selbst entscheidet, ob und wie er dem Ausschuss als Zeuge zur Verfügung steht, denn der Ausschuss hat keine Handhabe, ihn dazu in irgendeiner Art und Weise zu zwingen. Also nächste Woche, denke ich, wird ein ganz entscheidendes Datum sein, wenn mutmaßlich sich die Obleute mit dem Anwalt treffen. Und hier geistert so ein bisschen der 3. Juli hier durch den Raum. Das haben hier die Obleute, die gerade vor den Kameras ihre Statements abgeben, gesagt, der 3. Juli, das ist das Datum, das man Edward Snowden mitteilen möchte, bis zu dem er sich erklärt haben soll oder eventuell auch bis dahin soll er dann als Zeuge zur Verfügung stehen. Also da würde ich noch einige Fragezeichen setzen. Die Statements der Obleute und einige Details werden wir Ihnen im Verlauf des Nachmittags zusammenfassen.